Oh, es gibt nichts zu entschuldigen. Wir hatten gehofft, ihr könntet uns... Oh, wir sind neu in der Stadt. Wir hatten gehofft, ihr könntet uns... Ich bin Erfadane. Da sehe ich wohl, dass ihr neu seid. Na, danke, Fadane. Ich bin Nirodin und das hier ist mein Freund, Stahlmann. Ich hatte gehofft, ihr könntet uns ein wenig von eurer schönen Stadt erzählen. Nee, nicht schön. Nicht schön. Derweil bei den anderen. Die Stunde ist vergangen. Naja, so langsam könnten sie mal wiederkommen. Ja. So, Zulamine, setzt du dich mal auf Mira. Mira, bist ein braves Mädchen, ja. Auf jeden Fall, Mira, mal im Kopf. Man sollte meinen, einmal die Hauptstraße lang wäre nicht so schwierig. Ja, man hat ein Talent, sich dafür in Schwierigkeiten zu bringen. Ja, er fasst dauernd Sachen an, die er nicht anfassen sollte. Mhm. Ich denke, wir haben Grund zur Sorge, weil einfach verlaufen. Aber wir können nicht mit dem ganzen Tross nach ihnen suchen, oder? Ja, ich denke, es ist besser, wenn wir mehr Leuten suchen. Ja, ich denke auch. Außerdem, vielleicht, wenn wir da jetzt mit dem ganzen Tross reinmarschieren, hören sie uns vielleicht. Naja. Und kommen zu uns. Also. Also suchen wir sie oder gehen wir erst zum Palast? Ja, wir gehen zum Palast und machen viel Tamtam dabei und genau. Dann setzt sich vielleicht irgendjemand ab und sucht sie. Eure Entscheidung, Visira. Ich möchte zuerst den Tempel sehen. Ich bin keine Adelige. Ich bin eine Geweihte. Ich möchte, dass wir am Tempel Halt machen. Gebt mir so viel Eskorte mit, wie ihr für nötig haltet, aber ich will den Tempel betreten. Naja, also ich habe 50 Trollzacke, also 50 Trollzacke. Na dann los. Ja, Männer, Formation einnehmen. Um den Bären. Gedeck. Zulamine tätschelt Mira liebevoll die Schulter und schwingt sich dann auf den Eisbären. So, der Rest von euch kann neben dem Bären laufen, dann macht das auch schön Eindruck. Ja, und dann marschieren wir in die Stadt ein. Euch bietet sich dasselbige Bild. Ihr zieht durch den Nebel, durch die verlorenen Gassen, die Fassaden, die natürlich schon geschlossen sind, dreckige Lumpen, die irgendetwas verhängen. Ihr könnt sehen, wie Leinen über die Straße gespannt sind, an denen irgendwelche verrottenden Fische zum Trocknen hängen. Ob sie dort seit langer Zeit hängen oder ob die Fische verrottend aus dem Wasser gezogen werden, entzieht sich euch, aber es trägt natürlich nicht zu der guten Luft bei. Zahlreiche Fässer, Kisten, die aufgestapelt sind, Ruinen, Bruchhäuser, bis ihr dann etwas klackern hört. Ich würde mich mal umsehen. Ihr habt das Gefühl, als würdet ihr beobachtet. Hat jemand von euch Gefahreninstinkt? Nein. Die Trollzacker auch nicht. Bin ich überraschend. Und so kommt es zu einem Hinterhalt. Wie weit sind wir denn gekommen? Ihr seid mitten in der Stadt und wir können uns das Ganze einfach mal auf der Karte ansehen. Weißt du, wer noch mitten in der Stadt ist? Ich? Wir haben eine Gruppe, eine langgezogene Gruppe durch eine sehr enge Gasse von Trollzackern, die nebeneinander hermarschieren. Irgendwo in der Mitte befinden sich die Gruppe Helden, abzüglich Diamantes und Jalan Greifenmund. Dementsprechend Zulamine reitet auf dem Bären. Ihr werdet überfallen von einer Gruppe Schmugglern, angeführt von einer gewissen Neraida, eine sehr götterfürchtige, beziehungsweise eine sehr götterferne Frau. Und dadurch, dass ihr überfallen werdet, keiner von euch Gefahreninstinkt hat, würde ich das einfach auskämpfen mit den helmerhafaxischen Regeln, die da genannt werden. Wir können das Ganze einfach mal uns ansehen. Und zwar, die Helden befinden sich in einer Stadt. Das gibt ihnen eine minus 1. Die Moral von euch ist 7 und die Differenz der Moral von euch auf die Gegner ist 5. 5 mal 2 sind minus 10. Die Professionalität von 6 auf 4 sind 3 mal 2 sind minus 6. Wir haben schlechtes Wetter, sprich Nebel. Wir haben eine befestigte Stellung, allerdings eine leichte Befestigung. Also das sind halt Stände und Häuser. Das ist jetzt nichts
schwer befestigtes. Ihr habt Fußvolk in der Stadt und ihr seid in hoffnungsloser Unterzahl. 50 gegen 100. In Summe kommt ihr auf eine minus 17 plus 3 plus 12 sind minus 1. Sprich, ich bekomme von dem Kriegsherrn, und das ist dann in dem Fall sicherlich Rafim, eine Kriegskunstprobe minus 1. Ja, die wird natürlich mirakelt. Ja. Wir sind ja. Bevor du würfelst, die Schmuggler. Ja. Die Schmuggler sind in einer Stadt. Befestigte Stellung, Ortskenntnis. Wetter spielt die natürlich auch nicht in die Karten, aber sie haben einen Hinterhalt und sie haben Spitze, mit denen sie zumindest die grobe Struktur aufgeklärt haben. Sie haben keine genauen Informationen über euch, aber sie haben eine grobe Struktur. Fußvolk in der Stadt und Überzahl 200%. Sie würfeln eine Kriegskunstprobe minus 24. Und dabei ist die, also jeder einzelne Punkt wird miteinander verglichen. Ihr würfelt eine minus 1, sie eine minus 24. Können halt trotzdem nur THP-Sterne, THP maximal THP-Sterne überholen. Effektive Sternchen gegeneinander. Was? Das war noch nie so. Das war schon immer so. Das war noch nie so. Hier unten steht THP-Stern. Na gut. Also, das haben wir auf Heimport auch nicht so gemacht. Ja, deswegen ist ein hoher Kriegskunstwert so OP. Mit der Kenntnis habe ich jetzt erstmal ich mache jetzt eine Mirakelprobe, da habe ich 9 Punkte über. LKP Stern durch 2 plus 5. LKP, wie lange, also wie 9. Lange dauert die Liturgie? Du kannst den eine nicht mirakeln. Okay. Wieso nicht? Kann man nicht keine Mirakel einsetzen. Kann man keine Mirakel einsetzen? Als Kriegskunstprobe. Da werden keine Mirakeln erlaubt. Genauso wie kein Meisterhandwerk, wenn es geben würde, gibt es ja nicht wegen Wissenstalent. Ich glaube, weil es halt in Wahrheit nicht nur eine Probe ist. Genau, deswegen. Ah, okay. Ja, dann nicht. Vor allem wird die Probe vermutlich sowieso gescheitert. Doch, es ist eine Probe, die jetzt über die nächsten 5 Minuten entbrennt. Also, das ist ja, genau. Es ist halt nicht. So ein Mirakel gilt eigentlich für eine Aktion. Also okay, für eine Probe, die in einer Aktion. Gelungen. Ja, das ist okay. Sind, du sagst, ein THW von 16, du hast eine Erleichterung von 1, dann bleiben dir 15 Sternchen, richtig? Ja. Gut, dann würfel ich mit meiner Person, und zwar, ich schaue gerade mal nach. Übrigens, die anderen können dir über magisches und karmales Wirken Erleichterungen geben, so falls ihr daran denkt. Na ja, gut, aber die Erleichterung macht den Braten halt nicht fett, ist der THW ja im Brunnen. Ja, eine Erleichterung würde dir noch einen Punkt geben. Boah. Nereida selber ist keine hervorragende Heerführerin, aber ihre Schmuggler verfügen über eine Qualität von, was habe ich eben gesagt, 4. Genau, die Professionalität ist 4. Nereidas Qualität im Anführen ist dann halt auch nur eine 4. Dementsprechend würfelt sie als Q4 NPC. Komm, jetzt scheitern. 3x20. Ja, warte. Exploit. Das ist ja schon gut. Talent, ne? Also Kriegskunst ist ein Ja. Sie würfelt auf die 14 mit einem THW von 10. Erleichterungen sind, ich glaube, was waren das? 24, ne? Ja, dann bleiben ihr ihre 10 Punkte über. Gewinnt Rafim um 4. Um 5. Um 5 Punkte, genau. Das heißt, wir schauen jetzt nach den Verlusten. Was hattest du gesagt? 5 Punkte gewinne ich. Dann minus 7, minus 3 haben wir irgendwo in der Mitte, sind 65, sind irgendwie 8. Sagen wir einfach 65%. Du bist auf der richtigen Tabelle? Ich gucke mir jetzt gerade erstmal die Verluste von dem wütenden Mobmann bzw. von den Schmugglern. Ach so, okay. Dann haben wir von den 100 Leuten, das kann man nämlich besonders einfach rechnen, 100 Leute und wir haben, was habe ich eben gesagt? 65% Verlust. Das heißt, von 100 Leuten, 65% sind 65 Leute, die fliehen, verwundet sind oder aber tot sind. Und bei euch sind es 32 und 21, die Mitte davon ist 25. 25% von 50 sind 12, sind 13. Das heißt, ihr verliert 13 Trollzacker in den nächsten 5 Minuten über dieses Scharmützel. Und diejenigen verlieren halt 65. Hat geflohen, sind die vielleicht auch einfach auf irgendeiner Verfolgungsjagd verloren gegangen?
Ja, sie sind zumindest nicht mehr für die nächsten Aktionen. Ja klar, ich denke mir nur, ich halte es atypisch für die Trollzacker, dass die wirklich fliehen. Weil vermutlich rennen die dann einfach irgendeinem von den Typen nach und verliehen sich dann in der Gasse. Ja, also das Problem ist, es gibt hier vergiftete Waffen, Kurzschwerter, Vakifs, die dann benutzt werden von diesen Schmugglern, von den Piraten. Die sind irgendwie hinterhältig, greifen von oben an, von den Häusern, stürzen sich dann auf die Trollzacker rauf. Und verwickeln sie dann auch im Nahkampf mit Überzahl, sodass die Trollzacker auch ihre schweren Waffen nicht so sehr benutzen können, sondern dann eben auf anderen Distanzklassen kämpfen müssen. Das ist das große Problem. Aber nachdem ihr euch dann über die ersten 5 Minuten auf diesem kleinen Platz dann sammeln könnt, könnt ihr zumindest den ersten Angriff niederschlagen. Dann bitte mal eine Beschreibung von Zulamin. Was tust du während des ersten Kampfes, während des Überfalls? Ja, Zulamin sitzt auf dem Rücken der Eisbären und ich denke nicht, dass der Geleitschutz, den Rafim so sorgfältig aufgestellt hat, besonders viel durchlässt. Aber Zulamin wird auf jeden Fall ihren Säbel ziehen und vom Rücken des Eisbären nach allen schlagen, die in Reichweite kommen. Ja, ich würde einfach mal sagen, dass auch du die 25% an Lebenspunkten verlierst. Ich finde, das ist irgendwie ganz gut, wenn die Helden dann eben auch einige Treffer einstecken und dann kannst du dir von deinen maximalen Lebenspunkten 25% abziehen. Kannst natürlich auch dementsprechend austeilen. Was tut Abel mit dabei? Ja, ich würde ebenfalls mein Säbel ziehen. Mich Rücken an Rücken an Mira stellen und zwischen den Trollzackern nach irgendwelchen Gegnern stechen, die sich gerade nicht wehren können. Die gerade mit den Trollzackern beschäftigt sind und nicht auf kleinere Gegner achten, hoffentlich. Oldax. Ja, ich würde mich hinter Gonnech verstecken und ihm zurufen, von links, schlag ihn von links. Und halt versuchen, Gonnech die Anweisungen zu geben, ohne selbst getroffen zu werden. Also ich werde wahrscheinlich trotzdem ein paar Treffer einstecken, aber ja. Gut, das heißt, du kämpfst auch selber nicht mit, sondern lässt das andere tun. Ja, Gonnech ist ja dafür da. Ja, Diamantes kann laute Geräusche hören, während ihr euch da gerade versucht, mit dieser verstümmelten Effetti zu unterhalten. Wirklich weit seid ihr nicht gekommen, aber ihr könnt das zumindest hören. Was tut der bei Rafim? Ja, Rafim schreitet gerade hinter seinem Bären zwischen den Reihen der Männer durch. Schwarzangriff! Gold sammeln! Rot! Mach die Hundesöhne da hinten nieder, ich will die Schützen sterben sehen! Und schreitet nur zwischen seinen Männern hin und her und brüllt Befehle. Ja, nach ungefähr 5 Minuten könnt ihr sehen, wie viele von den Schmugglern, von den Piraten tot am Boden liegen, verstümmelt, von den Trollzackern natürlich. Andere sind geflohen in die Gassen. Trollzacker, die ihnen hinterhergelaufen sind und sich dann so ein bisschen versprengt haben. Ihr habt nur wenige Verluste. Diejenigen, die gestorben sind, dann durch zahlreiche Dolchstöße, vor allem in Richtung des Torsos. Und ihr könnt sehen, wie sich da wohl schwarze Adern entlangziehen in Richtung des Herzens und da wohl dann das Gift den Trollzackern, sie zurück in die Geisterwelt geschickt haben, wo sie hoffentlich unter viel Schmerz und Leid gestorben sind. Ansonsten, ja, es gibt ein paar Verletzte unter euch, also ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Wenn wir uns angucken, wir haben gesagt 13 Leute, das sind dann 4, 4 und 5. Und? Was das? Glaube ja. Ja, ich habe mich noch verrechnet, alles gut. Ja. Und so können Diamantes und Yalan, ihr seid unglaublich lange durch die Stadt geirrt, dann Lärm hören. Kriegsschreie, das sind die Kurga. Ja, ich blicke ihn an. Ich blicke nochmal. Hat die Effortgewalt noch irgendwas gesagt in der Zeit? Bisher noch nicht. Nun, möge Effort mit euch sein. Eine milde Spende für. Lana blickt sich ein wenig im Aufnommen und für eure Gemeinde. Legt ihr eine Silbermünze hin. Kommt ich bin mir hier. Sicher. Ich bin mir sicher, wir sehen uns wieder. Gehabt euch wohl! Und dann so mit jedem Schritt, der von ihr wegkommt, geht er weiter in den Laufschritt über. Ja, und läuft auf die Quelle des Dings zu. Sind das nicht die Trollzacker?
Ja, wir waren offensichtlich länger unterwegs, als ich dachte. Warum lässt Avel mich auch nie die Uhr behalten? Ich denke hier lang. Weil an uns rennt dann, glaube ich, irgendwie rennen ein, zwei Schmuggler vorbei, denen ein wütender Trollzöcker hinterherläuft. Ja, genau, Hand, genau jeder Hand, ja, hat einen Steinbeil. Hier lang geht's. Ja, und dann, genau, ich denke, wir kommen gerade auf diesen, auf den kleinen Marktplatz oder was das ist, als die Trollzöcker ihre eigenen Toten und Verwundeten zwischen den, zwischen dem ganzen Chaos herauspflücken. Oh. Hallo. Wo wart ihr, verdammt nochmal? Am Hafen. Ist denn wirklich schon eine Stunde um? Drückt die Bastarde zusammen! Ich will keinen von ihnen fliehen sehen! Macht sie bereit! Sie werden hängen! Mehr Leute tot rum, als ich per lebend in dieser Stadt gesehen habe. Und das erklärt, wo sie alle gewesen sind. Nun, sie haben sich große Mühe gegeben, mir einen angemessenen Empfang zu bereiten. Ja, mir war danach, als hätte man uns beobachtet, als wir reinkamen. Ich wollte hier eigentlich eine entsprechende Warnung zukommen lassen, aber dann kam uns die Lokalität dazwischen. Rafim, ich habe gerade Krachrach war es, glaube ich, in Richtung Hafenrennen sehen. Vielleicht sollten wir den irgendwann einsammeln. Ja, der kommt schon wieder. Der Rafim würde durch die Reihen laufen und schauen, ob noch von den Feinden irgendwelche Leute sich nur totstellen. Und möchte die dann einen zusammensammeln. Ja, Rafim, lass einen am Leben. Mhm. Ja. Ich möchte die jetzt auch nicht sofort töten, sondern ich möchte die zusammensammeln. Ach so, ich bin verletzt. Moment, ich komme. Ja, ich würde mir das mal angucken. Du siehst, wie Gornech in der Gasse liegt und sich gerade abstützt. Ja, dann schaue ich mir das mal an. Ich bin jetzt nicht der Größte in Heilkunde-Gift, aber ich würde selbstverständlich erstmal gucken, ob er vergiftet worden ist. Du weißt nicht, was es für ein Gift ist, aber die, ja, es sind dieselben Wunden, die auch die anderen aufweisen, die im Verlaufe der Zeit gestorben sind, in sehr kurzer Zeit, und die ersten schwarzen Adern, die sich in Richtung des Herzens ziehen. Boah, wir brauchen die Hilfe. Mach Blutmagie, mach Geisterbinden. Ja, ja, ganz ruhig. Ich kümmere mich drum. Abelmir, komm mal her. Was ist los? Weißt du, was das für ein Gift ist? Boltag, schneid mir den Arm ab. Na gut. Wenn du möchtest. Ich guck mir das mal an mit Anatomie. Bevor ich in die Geisterwelt gehe, will ich leiden. Es tut weh. Und wie weit ist denn das Gift fortgeschritten? Also ist es schon in der Nähe von seinem Herzen oder würde es reichen, wenn ich ihm ein Körperteil abschneide, dass er dann überlebt? Also was meine ich mit meinem Heilkunde-Gift? Du bist der Meinung, wenn du da jetzt nicht professionell hilfst mit entweder Kräutern oder mit Magie, dann wird er sterben. Gut. Tatsächlich gibt es aber keine Magie gegen Gift. Klarum Purum? Keine Geodenmagie gegen Gift. Du bist mittlerweile Graumagier, Freundchen. Ja, das ist richtig. Aber Klarum Purum, den habe ich trotzdem. Ach so. Was hat er? Er ist vergiftet worden. Siehst du hier und da. Ich weiß nicht, was für ein Gift das ist. Hier, nimm den Gürtel und binde seinen Arm ab. Ja, würde ich machen und dann den Arm abnehmen. Kann ich dazu eilen? Du kannst dazu eilen, klar, wenn du willst. Ja. Vortags, Abelmir, was hat er? Vergiftet. Ist das dann Schamane? Nein, ich bin der Schamane. Das ist Gornech. Ich kann die doch nicht auseinanderhalten, dass der immer mit dir rumhängt. Ja. Was hat er denn? Er ist vergiftet worden. Könnt ihr ihm helfen? Ich könnte. Mach. Fragte Boltax. Oh. Es gibt Magie, die ihn retten kann, aber diese beherrsche ich nicht. Derweil geht Trak von Kekrach auf den König zu. Aschimasch ist dort und Komach und Zulnach. Sind sie gut gestorben? Besonders brutal. Sie haben einige Körperteile verloren und sie werden in der Geisterwelt gut aufgenommen. Ja, sehr gut. Habt ihr schon alle von den Hunden zusammengetrieben? Nein, ich weiß, dass Shinji weggelaufen ist und Drarech und Ganta. Sie laufen irgendwo rum. Die Richtung. Ja, schickt 10 Mann los, dass sie wieder einsammeln sollen. Oder ich will alle Überlebenden von den Feinden zusammengetrieben haben. Das machen wir. Wir foltern sie grausam.
Bruder. Ja, und ich will auch noch ein paar Dinge von ihnen hören. Am Ende hängen wir sie alle für Angriff auf ihre Visiere. Mal gucken, ob wir nicht ein bisschen Ordnung in dieses Sündenpfuhl von einer Stadt bekommen. Blutlauser, allesamt. Ja. Aber war ein schöner Kampf. Ja, Lan, jetzt mach. Ich kann ihm helfen, aber es gibt ein kleines Problem. Er hilft ihm einfach. Er muss sich zu Albuin Invictus bekennen, sonst funktioniert es nicht. Und das wird nicht funktionieren. Hilft ihm einfach. Dann kann ich nichts für ihn tun. Ach, Greater. Ich nehme meinen Rucksack am Kram mal in meinem Rucksack rum und hole so ein Fläschchen raus mit einer ölig schimmernden Flüssigkeit. Halte seinen Mund auf. Ja, ich. Und schütt mal diese Flüssigkeit rein. Ist ein Antidot, Qualität E und stoppt die Wirkung von Giften bis 15. Stufe. Ein Antidot, Qualität E? Mhm. Ja, bis zur 15. Stufe halt, stoppt es die Wirkung von Giften. Stufe 15 ist, glaube ich, Kukris oder so. Also, ziemlich alles abfangen. Genau, also Kukris. Ist halt schon ziemlich krass, aber gibt natürlich noch mehr Gifte, die noch tödlicher sind. Zum Glück hilft es. Die schwarzen Adern verblassen leicht und so liegt er nur noch mit einem kleinen Blutfaden in der Gasse und nickt dann Boltax so. Ja, puh, das war knapp. Das war gemacht auch so. Geister sind mit dir. Geister sind mit dir. Ich nehme aber mir etwas an die Seite, bevor er jetzt hier noch den Moment zerstört. Kleiner Schochsohl, nächstes Mal fang mein Blut auf. Mach mächtige Blutmagie damit. Wie Stierkopf-Schamane. Das werde ich machen. Danke. Aber für die anderen komme ich leider zu spät. Die sind schon... Und ja, bei den Ahnen. In Geisterwelt. In Geisterwelt, genau. Ja, aber mehr. Ich hätte sein Leben und... Er ist ein Trollzacker, was wollt ihr? Jedenfalls, ich habe Kanazetianer ein paar chemistische Zutaten einkaufen lassen. Er sollte, oder ihr solltet, Gegengifte machen können. Hoffentlich mal. Ja, dieser Trank ist jetzt verloren für einen Trollzacker. Naja, er lebt. Er wird sich erholen. Es ist Gonner. Es hätte eine andere Möglichkeit für ihn gegeben, aus der Sache rauszukommen. Ihr könnt sehen, wie eine Frau auf euch zukommt aus einer der Gassen, die bisher noch leer waren. Und sie sieht ein bisschen aufgedunsen aus, bleiche Haut. Auch wenn sie thulamidisch war, ist sie wohl nicht mehr so sehr braun, wie es normalerweise wäre. Und sie guckt euch ein bisschen an mit funkelnden Augen. Kann ich das Fleisch haben? Wer seid ihr noch gleich? Ich gehöre zur Fleischergilde. Ob er das Fleisch braucht. Nichts könnt ihr haben. Ich bin mir sicher, es lässt sich hier eine Abmachung mit der Fleischergilde treffen. Wer ist euer Sprecher? Meine Sprecherin? Ja. Die Metzgerin. Ferishuni. Ihr könnt es doch sicherlich zu ihr bringen. Okay. Ich sag ihr Bescheid, dass ihr hier seid. Und dass ihr gegen Neraida gekämpft habt. Wer ist denn Neraida? Das sind ihre Männer. Ist sie hier auch dabei? Also unter den Toten? Darf ich rantreten? Nur zu. Ich achte auf ihren Hals. Da haben sich noch keine Falten gebildet, aber sie sind wohl, also keine Kiemen gebildet, aber die Falten sind schon da. Dann, ich will nicht sagen, Alan ist erleichtert, aber zumindest lässt er sein Schwert da, wo es ist. Ja, also sie kann auch noch gehen, es ist nicht so, dass sie hopst, aber sie zieht ihr Bein so ein bisschen komisch nach. Kann aber auch dadurch kommen, dass sie eine Kannibalin ist. Und sie blickt sich ein bisschen um, schüttelt dann mit dem Kopf. Nee, der Raida ist nicht tot. Habt ihr euch einen mächtigen Feind gemacht? Sie nickt so erfreut. Wer ist sie denn, diese Neraida? Es ist die Bandenchefin von den Schmugglern. Ihr gehört die Stadt. Nicht mehr. Und wie viele dieser Schmuggler gibt's? Sie zuckt mit den Schultern. Früher 100.
Jetzt einige weniger. Ich glaube auch. Gutes Fleisch. Frisches Fleisch. Und bringt eure, bringt eure Metzgerin her. Ja, ich hol Ferrell Schoni. Ich geh zu Laminan. Natürlich geben wir dir nichts, aber mit der Frau reden zu können, ist sicherlich einiges wert. Wir das haben ist das, aber wir werden hier nicht Kannibalismus unterstützen. Selbstverständlich nicht. Und sieht es doch so, selbst wenn die ganze Sache fruchtlos ist, können wir diese Metzgerin immerhin direkt festsetzen und sie preisgerechtigkeit Gerechtigkeit zuführen. Wir haben ein größeres Problem. Lass offensichtlich hören. Ist diese Anführerin ja entkommen und mit ihr noch einige Mann. Was letztlich bedeutet, die sind irgendwo in der Stadt und werden uns wieder auflauern mit langen Dolchen und Gift. Wir sollten uns vor Gift wappnen. Wenn ich mich entsinne, etwas von hier entfernt ist ein Marktplatz. Vielleicht sollten wir uns dort aufziehen. Dann hat sich ja im Grunde nichts geändert. Nun, bis dahin sind wir auch noch durchgekommen. Ich weiß nicht, ob ich Alchemiker, die hier verkauft wird, anpacken würde. Wir wollen hier nichts kaufen. Wir wollen uns sammeln. Sammeln, ihr Hunde! Sammeln! Ich blicke mal an den Wänden hoch. Dort scheint Hinterhalt. Viele Ein- und Ausgänge, schwer einsehbar. Ihr seid da recht reingelaufen. Es ist die Hauptstraße. Natürlich sind wir hier lang gelaufen. Oh nein, das war nicht die Frage. Ich meinte nur, ihr seid eben direkt daran marschiert. Nun, man kann euch daraus sicherlich keinen Vorwurf spinnen, denn wie gesagt, alles ist hier ein guter Ort für einen Hinterhalt. Na dann, und was sollte der Kommentar? Oh nichts, ich denke nur laut. Vielleicht laut, aber nicht besonders tief. Sehr clever. Ich spanne meine Ballestrina und stecke die wieder ein. Trakt von Kekrach kommt auf Rafim zu. Wir haben eben den Toten noch die Weggelaufenen nicht finden können. Aber die Verwundeten sind bei uns. Na, wie viele sind weg? 4 tot und 4, die weg sind. Keine 10. Guter Kampf. Ja. Das ist gut. Wie viele Gefangene? 30. Na, bricht ihnen die Beine. Und dann nehmt sie mit. König. Rafim? Ja? Ich denke, wir sollten deine Treuzacker suchen. Zumindest eine oder zwei von uns. Wenn ihr sie suchen möchtet, gerne. Aber ich muss mich jetzt erstmal darum kümmern, dass Zulamin und dieser ganze Tross hier in eine befestigte Stellung kommen. Nun, dann passt auf sie auf, ich gehe. Ja, ist das wirklich für klug, jetzt hier allein durch diese Stadt zu wandern? Dann auf mich aufpassen. Nein, alleine solltet ihr auf jeden Fall nicht gehen. Ja, dann geht doch mit. Ich würde vorschlagen, wir sammeln uns beim Dreiertempel, wenn ihr uns dort findet, oder beim Palast. Und sollten beide Gebäude nicht mehr stehen, gibt es noch das Imanstadion. Das haben wir ja von weiter gesehen. Das ist auf jeden Fall noch da. Ich würde euch nicht empfehlen, dorthin zu gehen. Die Menschen sind seltsam. Wenn ihr auf Widerstand stößt, schmettert das Horn. Werden wir. Wo sollen wir nicht hingehen? Zum Imanstadion oder zum Raya-Tempel? Zum Tempel. Na, wenn sich die Torwaller irgendwo aufhalten, dann da, ne? Naja, aber Zulamin, selbst wenn sie sich da komisch verhalten, im schlimmsten Fall muss der Tempel halt gereinigt werden. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich habe meine Meinung nicht geändert. Ich möchte den Tempel sehen. Dann sichern wir den Tempel. Dann der Tempel. Raya mit euch. Überall bröckelt der Putz von den Fassaden. Türen sind nur noch lose mit ihren Scharnieren verbunden und auf der Straße haben sich breckige Pfützen von Wasser gesammelt, auf denen der Müll schwimmt. Mittlerweile stinkt es, zumindest bei euch, nicht mehr nach schlechtem Fisch oder nach Meeresgetier, sondern nur noch nach Urin und Rauschkraut. Die Bewohner, die auf der Straße herumlaufen, blicken euch misstrauisch oder angsterfüllt an. Und dann erreicht ihr in der Mitte der Stadt sowohl den Raya-Tempel als auch den trotzig wirkenden blauen Palast,
der über die Stadt ragt. Allerdings ist er von Flechten gezeichnet, die sich wie eine Krankheit an den Mauern und den Türmen langwinden.